Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute von und mit Timmele. Eine Zuschauerfrage. Ach, was ganz Neues. Ein Thema: Biofiltergröße im Verhältnis zur Futtermenge. Hallo Herr Kammerer, die Biokammer soll den Fischkot abbauen, müsste die Größe der Kammer nicht an der Futtermenge festgemacht werden? Liebe Grüße von Manfred aus der Südpfalz. Und den Stift gibst du mir am besten gleich. Ja, lieber Manfred, die Frage hatten wir schon ein paar Mal, gebe ich dir völlig recht, könnte man genau so machen. Dann könnte man sogar noch auf den Proteingehalt runterrechnen, auf die mögliche Besiedelungsfläche etc. pp. Und das ist wie mit der Futtermenge auf dem Fischbestand, am Ende passt es nie. Und darum sage ich ganz ehrlich, wir machen das, was unseren Koi am Ende den Arsch rettet, und zwar dieser Riesenbioturm. Das ist das Herzstück der Anlage, euren Bürstenfilter, den müsst ihr quasi nur ein paar Mal im Jahr sauber machen. Aber wenn ihr ausreichend Nitrifikanten habt, also irgendwelche Kleinstlebewesen, die Ammonium und Nitrit ab- oder umbauen hin zu Nitrat, was für Koi in höheren Konzentrationen gut vertragen werden kann, dann werdet ihr langfristig Freude mit der Koi-Haltung haben, zumindest dann, wenn ihr es verhindert, dass von außen die Scheiße reinkommt, weil da ich irgendeinen Fisch aus einer unsauberen Quelle gekauft habe. Die ganzen Rechnungen, was du sagst, funktionieren am Ende nicht. Und von daher wissen wir, 10% Biovolumen, da ist es dann am Ende auch fast schon wirklich scheißegal, was ihr an Filtermaterial nehmt. Kleines Helix, großes Helix, Japanmatten, dies, das, Ananas, irgendwas. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Die 10% werden euch bzw. den Koi den Allerwertesten retten. Das ist sicher. Und und wenn ich mir mal überlege, der Biofilter plus die Pumpe, die zwei Dinge sind das Herzstück eurer Anlage. Wenn ich mir überlege, was eine ordentliche Oasepumpe plus ein Biofilter in Relation zum Rest von dem Wahnsinn kostet, das ist gar nichts. Ja? Das wäre sowas von an der absolut falschen Stelle gespart. Und man kann einen Biofilter auch nicht zu groß bauen. Man könnte jetzt höchstens einen Biofilter bauen, wo zu wenig durchströmt wird, wo es dann irgendwo sind. Aber auch da, glaubt uns, da passiert nichts. Diese ganze Märchen, dass wenn es zu groß oder Gammelecken, das sind alles Resultate aus Entschuldigungen von irgendwelchen Menschen, die anderen Menschen durch die Abgabe unsauberer Koi den Bestand krank oder tot gemacht haben. Die rennen dann da draußen rum und zeigen dessen. Ja? Es gibt keine perfekte Anlage, aber auch kein Würfelchen Kot auf dieser Welt würde am Ende einen Fisch krank machen. Das kann ich Ihnen, euch, dir, wem auch immer wirklich versprechen. Also von daher, zu groß gibt es nicht, zu klein ist nach wie vor die Regel. Also nicht an den Teichen, wo wir bloggen, weil mittlerweile werden wir halt überwiegend an die Teiche gerufen, wo die Leute schon wissen, sie haben es einigermaßen gerichtet. Und drum genau die zwei Punkte, da sollte man nicht sparen, einmal eine anständige Anlage bauen. Hast du früher auch, bevor du warst ja hier auch irgendwann mal, da warst du gerade aus der Windel raus und dann bist du hier im Teichberatungstag gesessen. Und ihr hattet ja früher auch eine viel zu kleine Anlage. Genau. Ich wollte auch gerade an der Stelle nochmal einhaken, weil im Endeffekt, um das Thema Futtermenge anzusprechen, man nimmt sich ja immer vor, eine gewisse Futtermenge zu füttern, aber es kommt ja irgendwie über die Zeit, über die Jahre an, dass die Fische wachsen, man hat vielleicht einen größeren Bestand oder mehr Bestand und es verändert sich so viel. Und wenn man das jetzt wirklich darauf ausrichtet, das ganze System, ist es im Endeffekt, wie du sagst, an der falschen Stelle gespart. Und ich würde auch aus der Erfahrung heraus, ich habe jetzt auch schon einiges umgebaut und gemacht, lieber einmal richtig in die Hand nehmen, das nochmal sauber und groß konzeptionieren und dann hat man einfach auf Dauer Ruhe, wie dass man es auf irgendeinen Punkt auslegt, wo es dann im Endeffekt doch nach einigen Jahren vielleicht wieder zu einem Engpass oder zu einem Nadelöhr kommt. Aber auch das ist wichtig, egal wie groß euer Biofilter ist, die Anlage wird immer nur auf dem Betriebspunkt arbeiten, dessen, was ihr gerade abverlangt. Sprich, wenn ihr ein Kilo mit 30% füttert, ja, dann wird die Anlage auf 1 Kilo mit 30% Protein performen, auch wenn eine Anlage auf 10 Kilo ausgelegt ist. Und wenn ihr morgen um 100% die Futtermenge steigert, dann werdet ihr wieder über einen gewissen Zeitraum eine Ammoniumkurve, eine Nitritkurve haben. Die Ammoniumkurve wird relativ schnell abfallen wieder, die Nitritkurve wird wieder etwas länger brauchen. Das ist immer wieder wie wenn man von Null anfängt, nur dass es im laufenden Betrieb dann etwas schneller geht. Genau. Aber man hat die Möglichkeit oder das System kann es. Manfred, ja. Heißt du? Manfred, ich gebe dir recht.
Das könnte man, macht aber aus besagten Gründen überhaupt keinen Sinn. Es gibt gewisse Sachen, da sollte man einfach mit einer gewissen Reserve rechnen, so wie die Erdbebensicherheit der Gebäude in Japan. Kostet einen Haufen Geld und die meisten Gebäude brauchen es nie, aber wenn man es hat, ist es halt einfach sehr viel geiler. Haben ist besser als brauchen. Der beste Spruch, den ich ein Kunde gebracht hat, der genau 3 E-Bikes besessen hat. Und dann habe ich gesagt, du, warum hast du 3 E-Bikes? Wer braucht das? Dann sagt er, haben ist besser als brauchen. Wusste ich jetzt auch nicht, dass der daherkommt, aber der Spruch hat einfach seine Berechtigung. Sein Gedächtnis. Er trinkt keinen Alkohol, ich trinke Alkohol. Entscheiden Sie selbst. Ciao.